Lieber Bernhard, in der Corona-Krise haben viele Vermieter Angst. Denn wenn Stundungen und Mietausfälle drohen, können sie oft ihre Finanzierungen nicht mehr bedienen. Die Folge wäre, dass sie ihre Immobilie verkaufen müssen. Was unternimmt die Bundesregierung dagegen? Vielen Dank für deine Antwort. Grüß dich, Michi. Ich kenne natürlich dein Anliegen. Schon jeder von uns aus der Presse auch, dass es insbesondere zwischen Vermieter und Mieter Schwierigkeiten gibt, meist aus Liquiditätsengpässen. Denken wir jetzt zum Beispiel an den Mitarbeiter, den Angestellten, der entlassen wurde oder der in Kurzarbeit ist, der die Fixkosten in Form von Miete nicht mehr tragen kann. Und natürlich der eine oder andere dann eben seine Miete aussetzt. Wir haben ja bisher die Möglichkeit, dass man 2 Monate die Miete aussetzen kann, ohne dass man eine fristlose Kündigung der Wohnung oder des Geschäftes befürchten muss. Wir haben das um 1 Monat verlängert, also gewissermaßen um 3 Monate. Im schlimmsten Fall, wenn die Krise noch länger dauert, bis zum September. In dieser Zeit kommt es sicherlich vermehrt vor, dass Mieten nicht mehr bezahlt werden. Da hat aber der Vermieter natürlich die Möglichkeit, das ganze Maßnahmenpaket, das wir von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt haben, ob das jetzt Kredite oder Darlehen sind von der KfW oder auch Landesprogramme, dass er sich da wenigstens die Liquidität besorgt. Weil diese Aussetzung der Mieten heißt ja nicht, dass man gar nicht mehr Mieten zahlen muss, sondern das ist gewissermaßen ein Hinauszögern. Natürlich müssen die Mieten nach wie vor bezahlt werden. Und ich denke, dass man mit den Maßnahmen zur Liquiditätserhaltung, also gewissermaßen Förderung über Darlehen und Kredite, einen großen Schritt gemacht haben. Ich denke aber, dass man vielleicht, wenn der Exit dann kommt, gewissermaßen die normalen Verhältnisse wieder eintreten, dass man da vielleicht das eine oder andere noch unternehmen müssen, um ganz schwierige Fälle auch bewältigen zu können.